Moin, moin, ja, hier ist wieder euer Delphi mit einer weiteren Folge mit World of Warship. Heute werden wir mit einem japanischen Zerstörer Wreckattack spielen. Ja, die Wreckattack hat 120 mm Geschütze, davon 3 Stück. 12 mm Panzerung. Torpedos haben eine Reichweite von 7 km und machten 57 Knoten. Feuerreichweite der Hauptgeschütze betrug 9,4 km weit. Motorleistung war 21.500 PS und sie machte 35,5 Knoten. So, jetzt schauen wir uns das Schiff nochmal ganz im Ruhigen von allen Seiten an. Ja, man sieht, so der Machart sind sie fast alle gleich, aber nur das meisten Luftabwehr oder die Hauptgeschütze ganz anders angeordnet sind. Bei den Briten sind die meisten die Geschütze mit 2 vorne. Letzten, glaube ich, hatten wir die Romulus, glaube ich, gehabt. Da waren die Geschütze 2 hinten. Hier sieht man bei den Japanern, das sind eine hinten, eine in der Mitte und eine vorne. Das ist immer unterschiedlich. Aber wir wollen jetzt erstmal ins Gefecht gehen. Bin schon wieder sehr gespannt, was mir hier erwartet. Ihr sicherlich auch. So, dann gucken wir mal erstmal gleich wieder auf die Karte, wo wir stehen. Ach, wir sind ganz unten rechts in der Bucht. Ja, ich denke mir, das ist ein ganz guter Ausgangsbasis. Da könnten wir uns hier so und durchmogeln. Aber erstmal, hinter uns ist auch ein Kreuzer. Alle Mann auf Gefechtsstation! Wir werden uns mal langsam in Bewegung setzen. Oh, es sind auch diesmal wieder Flugzeugträger im Einsatz. Ach, wäre schön, dass man einen Flugzeugträger versenken kann. Aber ich denke mir, das wird sich irgendwann noch ergeben. Man hat ja schon ein paar Spiele gemacht. Ich weiß jetzt noch nicht mal, ob ich jetzt schon einen versenkt habe. Kann sein, ich weiß es nicht. Man müsste sich denn die Videos mal alle anschauen. Und wir sind ja noch nicht mal bei der Hälfte angekommen. Wir haben ziemlich noch am Anfang. So viele Schiffe gibt es und ich will ja versuchen, dass ich alle Schiffe ausprobiere und euch jedes Mal ein anderes Schiff zeige. So, dann werden wir mal jetzt ein bisschen mit Karacho. Oh, wir werden ja schon angegriffen hier. Der Flugzeugträger hier hinter den Bergen irgendwo sein. Ja, der ist schon mal weg gleich. Ihr habt hier die Post hier.
Mach doch mal. Torpedos auf Backbord! Torpedos Achterhaus! Lange um die Schüsse auszurichten. Torpedos direkt voraus! Gegnerischen Zerstörer versenkt. Jawohl. Ja, die waren ja schön hartnäckig mit den Zerstörer hier, aber. Gesunken. Mann, das ist wieder spannend hier. Ganz schön zur Sache hier.
Jawohl! Das Schlachtschiff gesunken! So, komm mit, jetzt den Flugzeugträger da hinten holen. Volle Attacke! So, komm mit! Ja, zack, 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 zack. Boah, der brennt ja ganz schön hier. Haha, Schlachtschiff. Ah, der ist da hinten. Der hat sich jetzt wieder gerade umgelöst. Was schießt denn der auf den Schlachtschiff, was schon längst versenkt ist? Gegnerischer Flugzeugträger gesunken. Wir haben den noch versenkt und sind dabei selber draufgegangen. Das ist ja ein Ding. Wir haben den Flugzeugträger versenkt und dabei sind wir selber draufgegangen. Na toll. Nicht schlecht, nicht schlecht. Super. Aber immerhin haben wir 4 Schiffe dann versenkt. Ich glaube, das war ein Zerstörer, ein Kreuzer, ein Schlachtschiff und ein Flugzeugträger haben wir dann versenkt. Hoffen wir, gewinnen wir die Schlacht noch. Ach, der hängt ja auch hier hinten. Was macht er jetzt hier? Die äußerst den Kartenrand gefahren. Jetzt machen sie Jagd auf den. Schade, schade, schade. War so gut gelaufen. Den werden sie jetzt zusammenschießen. Schade, dass ich jetzt gerade nichts zeigen kann, aber ich hoffe, dass das, was ich euch zeigen konnte, euch gefällt.
gefallen hat schon. Jetzt können wir nur hoffen und warten, ob wir das Ding noch gewinnen oder nicht. Aber es kommt drauf an, wie er jetzt die Schiffe da torpediert oder bombardiert. Aber er wird ja jetzt schon unter Feuer gesetzt. Jetzt kommt eine Torpedostaffel, na. Ah, der trifft nicht ein einzigen Torpedo da. Mann. Schade. So, wir haben dreimal Wassereinbruch verursacht, zweimal in Brand gesteckt, vier Schiffe zerstört oder versenkt, zwei Ausfälle verursacht, fünf Flugzeuge abgeschossen, 15 Torpedos sind im Ziel reingegangen und 16 haben wir mit unseren Hauptgeschützen getroffen und haben 97.957 Schaden gemacht. Erhalten haben wir 13 goldene Sternis, 259 graue Sternis und wir haben trotzdem Niederlage, aber denken wir dadurch, weil wir gut gekämpft haben, 47.891 Münzen erhalten. Wow, nicht schlecht, super. Ja, schade, dass wir nicht überlebt haben. Aber naja, man kann ja nicht immer gewinnen. Ja. Der japanische Zerstörer Wakatech wurde 1922 in Dienst gestellt. Eine kleiner, aber gut bewaffneter und sehr schneller Zerstörer. Er trug 533 mm Torpedos, die vergleichbare Munition potenzieller Rivalen in puncto Reichweite überlegen waren. Eine unkonventionelle Platzierung der Torpedowerfer erlaubte das Abfeuern von den Bugsektoren. Am 30. September 1922 in Dienst gestellt und versenkt wurde der Zerstörer Wakatech am 30. März 1944 durch amerikanische Luftangriffe nördlich von Palau. So, da wissen wir, wo der Zerstörer Wakatech geblieben ist. Und hiermit werde ich die Folge wieder beenden. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo oder einen Daumen hoch oder vor allem das Allerwichtigste, schaut bei der nächsten Folge wieder rein bei World of Warship. Ich sage schon mal auf Wiedersehen, euer Delphi. Ciao, ciao.